das sind die Tweets. Das sind die drei Tweets, die Roblox rausgehauen hat zu der Roblox-Down-Phase. Alle anderen Tweets, Screenshots, die ihr gesehen habt, die waren fake. Die waren fake und man kann so einfach Screenshots faken. Wir gehen hier rein, gehen wieder auf Untersuchen, sehen hier in der Span, da ist der Text drin und können jetzt ändern, keine Ahnung. Ich habe mich gerade eingeschissen, lol. Oh mein Gott, Roblox hat das gepostet. Gehen wir einfach mal ins Snipping-Tool rein. Bam. Und jetzt haben wir einen Screenshot, der sieht richtig echt aus, weil er einfach sowas von echt ist. Der ist einfach von der richtigen Webseite. Da sieht man nicht, dass da was gefotoshoppt wurde, weil man es gar nicht photoshoppen muss. Das ist so einfach, Tweets zu fälschen. Und dann kommen Leute, machen halt sowas, posten das auf Twitter und alle Leute glauben das dann. Was? Roblox hat getweetet, dass sie sich eingeschissen haben? Was für Opfer, peinlich, oder? Guckt einfach immer nach, wenn ihr irgendwas seht. Weil ihr könntet euch das angucken, seht in dem Screenshot, ah okay, das ist ein Tweet vom 30. Oktober um 12.36 Uhr. Dann geht ihr auf die Seite von Roblox, seht, die haben einen Tweet am 30. Oktober, klicken den an, oh, der ist auch von 12.36 Uhr, was für ein Zufall, und hier steht was ganz anderes, dann wird das wohl der Tweet sein, weil alle Kennzahlen stimmen. Und dann wisst ihr, dass der Screenshot, den ihr eben gesehen habt, fake ist. Fake News. Fangt einfach an, die Dinge zu hinterfragen, die ihr seht. Selbst wenn ihr sie glauben wollt, selbst wenn ihr wollt, dass das, was da steht, richtig ist. Selbst wenn ihr glaubt, das ging ja auch rum. Yo, 16 Uhr werden die Roblox-Server wieder online sein. Haben alle am Freitag bei mir in den TikTok-Kommentaren geschrieben. Und weil es alle geschrieben haben, haben es alle geglaubt. Und dann waren sie 16 Uhr alle enttäuscht. Weil Roblox hat das nie getweetet. Aber alle haben geschrieben, ja, das hat Roblox gesagt. Alles, was Roblox gesagt hat, ist hier zu sehen. Auf Twitter erstellt euch einen Account, folgt Roblox und vor allem folgt Conny. Conny, so gute Tweets, wie zum Beispiel dieser hier. So gute Tweets. Gut, genug Eigenwerbung.